Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arm die Geode. Heute stelle ich mal unser erstes Projekt vor, was wir machen werden. Der Niklas kommt heute später auch nochmal dazu. Und wir haben ja schon die Mindboards vorgestellt, deswegen mache ich jetzt mal alleine ein ganz kurzes Video, wo ich dann mal zeige, mit was wir denn anfangen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, mit dem Athlon XP anzufangen. Grafikkartentechnisch bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir haben ja eine Onboard. Weiß ich jetzt nicht, was wir damit jetzt erreichen wollen. Ich denke jetzt auch mal, das kommt ein bisschen auf die Zuschauer an, dass die jetzt zum Beispiel sagen, ja, mach doch mal das mit dem Teil oder mach doch mal das mit dem Teil. Sei es jetzt ein Benchmark-Spiele oder sonst irgendwas, ist mir Schnuppe. Ich müsste einfach nur sagen, was wir so machen sollen und dann machen wir das natürlich auch. Eine Sache, die ich natürlich für mich schon festgelegt habe, dass ich so mache, ist übertakten. Ich habe nämlich hier auch mal die Seite aufgerufen. Ich habe ja gesagt, der 3200 Blutz war der letzte Athlon XP, der rausgekommen ist und folglich auch der letzte echte 32-Bit-Prozessor. Die späteren waren ja die, hießen auch Athlon 64, genau. Die kamen direkt danach und die hatten dann schon 64-Bit. Deswegen zeige ich, der Nachfolger des Athlon XP wurde der Athlon 64. Ah, siehst du mal. Gar nicht gesehen, nicht durchgelesen, trotzdem weiß ich es. Super. Also, kann man mir sagen, was man will, aber bei AMD kenne ich mich aus. So, also, wir wollen jetzt mal gucken, was kann denn das Ding eigentlich? Level 2 Cache, okay, wir gucken einfach mal weiter unten. Wir haben hier nämlich mehrere Kerne. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Kern heißt, den ich hatte. Das war auf jeden Fall der letzte, aber wir sehen hier auch ungefähr, wie die aussehen. Was ist das denn? Achso, den hat man nur, ich dachte jetzt gerade hochkant. Hä? Aber ja, okay. Das waren, glaube ich, die ersten. Es gab ja auch noch mit Keramik, das waren die ganz alten. Und meiner sieht so aus. Geht es auch größer? Nee, geht's nicht. Egal. Meiner sieht ungefähr so aus, auch die grüne kleine Plastikscheibe. Und wir sehen hier, das erste Modell ging so bei 1,3 GHz los bis 1,7. Da haben wir hier 1,8. Da haben wir hier schon 2,25. Und genau, 2800 plus. Und dann geht es hier weiter, 3100 plus. Wobei man feststellen muss, dass die Taktrate da etwas gesunken ist. Allerdings kamen auch immer wieder neue Technologien dazu. Und dann hat sich auch das danach gerichtet, was für einen Datendurchsatz das Ganze hat. Oh, das hier ist auch sehr interessant. Mal gucken, ob wir das groß kriegen. Oh, das ist aber ganz groß. Eieiei. Ich habe noch nie einen Athlon XP so genau gesehen. Aber ich würde mal stark behaupten, dass der hier defekt ist. Was ist da los, Alter? Guck mal, da unten, da. Ist er durchgesäbelt oder? Naja, gut, ist egal. Darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall, so sieht das Schnuckstückchen aus. Schon erstaunlich. Und wir haben den letzten, und zwar den hier. Den haben wir. Das ist nämlich der Vorteil, weil das Board, was ich auch dazu hatte, war auch eins der letzten Boards dafür, auch mit Frontside-Bus 400 MHz. Das zu erklären wäre jetzt etwas schwierig, aber Grunde nach erklärt, richtet sich die Geschwindigkeit einer CPU nach erstens Frontside-Bus, zweitens Multiplikator. Der Frontside-Bus ist die tatsächliche Geschwindigkeit, die man hat, und der Multiplikator nimmt das Ganze einfach normal, wie es der Name schon sagt. So, und bei Intel ist es, glaube ich, so, dass der Multiplikator ziemlich hoch war, aber der Frontside-Bus sehr gering. Und bei AMD war es genau umgekehrt, der Frontside-Bus hoch, aber der Multiplikator gering. Und wie das heutzutage ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Da hat sich das irgendwie vermischt, aber ist egal. Damals war das auf jeden Fall so. Vorteil bei AMD ist, man konnte, ich zeige es mal ganz kurz, wenn ich es hinkriege, man sieht hier L1, steht hier, ne? Vorteil bei AMD war, wenn der keinen freien Multiplikator hatte, konnte man einfach mit einem Bleistiftchen hier die zwei Punkte zusammen, also drüber malen, und das Blei in dem Bleistift darauf gemalt hat dann gereicht, um es leitend zu machen. Mit anderen Worten, man hat eine Brücke geschlossen und dann konnte man übertakten. Kann mal sehen, weißt du, bei Intel musst du dir einen scheiß K kaufen, bei AMD damals konntest du einfach mit einem Bleistift drüber malen und schon ging die Chance. Das ist schon erstaunlich bei AMD manchmal, aber gut. Auf jeden Fall übertakten kann man den Ultimum. Das geht, soweit ich weiß, bei dem hier schon frei Haus. Wir haben 2,2 GHz am Start, Frontside-Bus von 400. Also mit Multiplikator ist bestimmt noch was drin. Ich denke mal, auf 2,8 dürfte, wenn ich es noch ein bisschen modifiziere und anpasse, dürfte das auf 2,8 stabil laufen. Aber ich weiß nicht, ob ich es höher kriege. Also wenn ich den 3200 Plus auf 3 GHz bringen würde oder gar 3,2, dann wäre es eine geile Sache. Ich weiß es aber nicht, vor allem muss man bei AMD aufpassen mit der Temperatur, weil die keine Abschaltautomatik haben. Kennt man ja Pentium 4,
auch Pentium 3, wenn die zu heiß werden, takten die runter und schalten sich dann irgendwann in so eine Art Safe-Mode, wo die Taktung wirklich komplett für den Arsch ist, aber sie gehen nicht kaputt. Bei AMD ist es nicht so, bei den Prozessoren zumindest. Also bei den alten Athlon XP war das so, die takten nicht runter, die bleiben bei der Geschwindigkeit. Und auch wenn die zu heiß werden, die haben zwar einen Sensor drin, der das Ganze verrät, aber wenn eine Art Schaltautomatik vorhanden ist, dann auf dem Mainboard und nicht auf dem Prozessor. Das heißt, entweder man hat ein Mainboard, was das erkennt und schaltet dann ab, oder man hat Pech und die CPU macht einfach und ist im Arsch. Kann passieren, ist möglich. Zum Glück habe ich die CPU zweimal. Ja, Fuchs. Warte mal, ich habe hier sogar noch eine liegen. Wo liegt denn die jetzt? Merkt. Okay, egal. Ich hatte noch irgendwo eine andere, eine 2200 Plus, glaube ich. Das wäre dann, lass mal gucken und nicht lügen, da wären dann 1,8 GHz. Könnte man auch nehmen zum Übertakten, aber ist dann doch etwas slow. Zumindest würde aber das Mainboard da einiges mitmachen. Vielleicht sollte man damit anfangen, um zu gucken, wo tatsächlich die Grenzen liegen und ab wann der kleine Scheiß an Rauch aufgeht. Mal überlegen. Machen wir auf jeden Fall demnächst. Also Niklas wird zwar heute jetzt gleich nochmal kommen irgendwann, aber da bin ich mir halt auch noch nicht sicher, weil er hat nicht so viel Zeit, ob wir das Video dann jetzt durchziehen, sofern ich finde immer noch kein Netzteil passendes. Aber da müssen wir mal gucken. Vielleicht finde ich noch eins. Wenn nicht, muss ich noch ein anderes suchen. Aber es wird auf jeden Fall passieren und ich würde mich dann noch freuen, wenn er wieder einschaltet und wenn man dann wirklich mal so die Grenzen des Machbaren vom damaligen AMD mal so wirklich mal durchziehen, fällt mir gerade ein, mein Monitor muss ich auch noch reparieren dafür, shit. Ja, okay, heute wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber pünktlich zum Wochenende wird es da sein, gibt ja langes Wochenende, da hat man Zeit. Und dann werden Niklas und ich mal ordentlich hier ein Taktungsvideo machen, nicht nur mit AMD, sondern auch mit Intel. Ich habe auch schon einen User gesehen, der Marco irgendwas, ja, sorry, ich habe jetzt den Namen vergessen, der kennt sich da anscheinend relativ gut aus, der hat jetzt auch gemeint, ein Celeron D, auf 4 GHz, das kann man wohl vergessen. Stimme ich weitestgehend zu, glaube ich auch nicht, dass er das schafft. Freier Multiplikator, gut, da kann man mal gucken, ob es da einen Weg gibt, das zu umgehen. Aber ich denke auch nicht. Intel war da immer schon ein bisschen geizig. Deswegen, na, 3,4, 3,5, vielleicht auch 3,6. Gucken wir mal. Und dann machen wir mal einen Benchmark, knallen meine Grafikkarte rein und dann gucken wir mal, was es denn bedeutet, wenn man eine Single-Core-Performance von 3, irgendwas GHz hat, ob man mit einem Single-Core immer noch heutige Spiele spielen kann. Das werden wir testen. So, das war's von mir und ja, bis zum nächsten Video, wenn es dann heißt, takten, was das Zeug hält. Bis dann, tschüssi.